So, liebe Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XHD. Und ja, neue Aufnahmesession, die letzte war erst gestern, deswegen ist es nicht ganz so neu für mich, aber ihr hört es vielleicht schon auch an meiner Stimme, die Erkältung und so weiter. Es klingt alles deutlich besser als gestern und deswegen habe ich mich entschlossen, einfach mal, als ich das gestern schon gemerkt habe, für heute die nächste Aufnahmesession anzusetzen. Mittlerweile sind wir auch schon im August und ich muss schon wieder arbeiten gehen, wenn diese Folge hier rauskommt. Das ist ja einfach ein Skandal, ne? Aber vielleicht schaffe ich diesen Urlaub noch eine dritte Aufnahmesession. Guck mal mal. Ich mache heute auch wieder, trotz, dass es mir schon ein bisschen besser geht, nicht allzu lange. Denn ich will gleich noch ein bisschen Fußball spielen gehen, ne? Jetzt, wo ich wieder halbwegs gesund bin, da mal ein Ründchen kicken. Was ich gestern hier übersehen habe, wir sind ja hier zur Kiste gerannt und jetzt hier ohne Menschen sieht man es ganz toll, ne? Hier ein Albert Lexikon. So, boah, die Kamera schwenkt immer um, fürchterlich. Ja, gleich geht's wohl in das Spiel rein. Das wird nicht so schön. Kann man nicht hier auch einen von den Wachen ansprechen? Ah, der Bix ist das, glaube ich, der so gut war. Wetsche, also man hat hier genug Spieler, die man ansprechen kann. Von denen geht fast jeder. Aber dazu kommen wir erst gleich. Gehe ich jetzt direkt in das Spiel rein. Ich kann aber schon mal vorneweg sagen, ich speichere nochmal. Sollte ich das Spiel gleich verlieren, werde ich laden und offscreen das machen, bis ich gewinne. Denn ich will das unbedingt gewinnen. Das ist mir sehr wichtig. Sure you all right, Captain? The game starts in a few minutes. You sure you okay? We're playing the cores too. Miss me? Lady Yuna, are you okay? All this because of me. I'm sorry, I'm so sorry. How can you let some Albed kidnap you? Hey, let it go, all right? Don't go near Albed anymore, okay? They're trouble. So, wenn wir jetzt da reingehen, können wir nochmal speichern. Zwar unnötig, aber naja, dann habe ich es einfacher, dann sollte es schief gehen, hier zu laden. Wir spielen schon knappe 8 Stunden. Please. Don't tell anyone about. Ja, weiß ich doch. Yuna, schau zu, wir müssen Rückgrat zeigen. Huch, da wollte ich nicht hin. Wer ist der Reservespieler? Doch nicht etwa... Doch, der Wacker. Ich wünschte, ich und nicht Wacker wäre verletzt worden. Lasst uns die Gossen niedermachen. Es ist vielleicht schon zu spät, aber schau dir die Regeln nochmal an. Nee, nicht nötig. Wenn ich jetzt mit Wacker spreche, geht's los, Freunde. Dann gibt's kein Zurück mehr. Wir sehen dann unser erstes Blitzballspiel. Ich hoffe, es wird ein positives. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Wie war halt nochmal alles? Nach einem Tag schon alles vergessen. No time for warm-ups. Ready? Let me at him. All right. I got something to tell you boys. After this game, I'm retiring. I promised myself this would be my last tournament. Win or lose, I'm quitting Blitzball. But you know, since we're here, we might as well win.
Commander Bench. I'm warming the bench. He's taking my place. All right, boys, let's win this one. Oh Mann, ich bin aufgeregt. Wie gesagt, für die, die neu zuschauen, hier bei Final Fantasy bin ich öfter mal was ruhiger. I saw you floating there on the sphere. Hey, you weren't supposed to see that. Huch. You really gave it your all, didn't you? All right, boys, what are we gonna do? Win! For Captain Walker. Uh-oh. Auf geht's. This is it, folks. In just a few minutes, the championship game. Oh mein Gott. Championship game between these two teams. Our legendary Luka Goers going against the horrendously ill-fated Bassei. This looks like history in the making, Baba. Da ist er tatsächlich, der Orin. Oh mein Gott, wie lange habe ich das nicht mehr gemacht? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich muss gewinnen, ich muss gewinnen. Komme, was wolle, auch wenn die fucking überragend sind, die Typen. Ja, lacht nur. Sobald du eingeschlafen bist, hole ich die Filzstifte, Junge. Ich mach dich fertig. Und deine Mutter. Und dein Bruder und deine Schwester und alle, die du kennst. Ha! Ja, nimm die scheiß Hand weg. Du Wichser. Ich hab's gewusst. Ja, warte, Freundchen. Ihr werdet uns doch ernst nehmen. Ihr kleinen Ficker. So nicht. Nicht mit mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Blitzstoß! Wir haben den Ball. Stark. Manuel A. Wir spielen normal. Ah, falsch. Da wollte ich nicht hin. Nein! Was macht der denn? Jetzt kommen die näher ran, nur weil ich hier das nicht eingestellt krieg. Das ist auch super. So, erstmal passen wir zu ihm hier. Er ist schön ungedeckt. Kriegen wir noch hin. So, Pass 7. Müsste ankommen, hoffe ich. 4, 3 ist gut gegangen. So, nochmal passen, bevor hier einer in Aktion kommt. Zack. So, pass auf. Titus 10, 8, 7, 6, 5. Wir müssen jetzt. Er hat 8 im Abfang. Wir müssen das probieren. Und dann müssen wir aufs Tor schießen. Das ging gut. Torschuss erfolgt. 8, 7, Tor! Wir machen das 1:0. Ist das geil. Boah, Hammer. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass der auch noch reingeht. Stark, Jungs, stark. Boah. Hammergeil.
So, Verteidigung wird automatisch gesteuert. Da haben wir nur die Entscheidung, welche Attacken wir machen. Beziehungsweise wir müssen nur reagieren. So. Oh, gegen drei Mann. Weißt du da, was du machst? Ne, zwei. Nicht vorstoßen, passen. Auf Ambus, der nicht weit weg steht. Aber wir kriegen den Ball. So, jetzt kommt wieder das alte Spielchen, bevor er kommt. Einen schönen Pass. Machen wir mal auf... Na, er war noch gar nicht im Spiel, ne? Aber egal, nehmen wir erstmal Titus mit. So, Titus hat nämlich die Aufgabe, das Spiel auseinanderzuziehen. So. Dann, oh, Titus hat einen schlechten Passwert. Fuck. Damit der Pass ankommt, müssen wir näher ran. Ich will nämlich auf ihn passen. Okay. So, nächster Pass. In die Mitte. Er legt direkt den Rückwärtsgang ein, um sich von seinem Gegenspieler zu befreien. Aber der ist schneller. Okay, dann müssen wir wohl riskieren. 7 hat der nur. Ja, wir müssen es leider riskieren. Wird wahrscheinlich abgefangen. Jawohl, war klar. Aber ist nicht schlimm. Wir führen ja noch, alles super. Da hinten das Verteidigungsverhalten gefällt mir nicht ganz. Dribbling. Ja, der wird durchkommen. Scheiße. Das könnte den Ausgleich geben. Ein Pass. Auf den da oben. Gott sei Dank auf den da oben. Obwohl, der hat 12 Torschuss. Das ist auch nicht gut. Ein Spieler durch Tor und Torschuss. Scheiße. Oh, bitte, bitte, das gibt es nicht. Nee, der wird reingehen. Nichts zu machen, Freunde. Die Luka Gors sind einfach zu stark. Da können wir nicht verteidigen. Egal, jetzt haben wir den Ball wieder. Jetzt können wir den wieder schön laufen lassen. Die Zeit, die rennt wie sonst was weg. Das ist einfach unfassbar. Wir müssen sehen, dass wir in der Zeit hier noch ein bisschen die Spieler beschäftigt kriegen. Da hinten, der hatte jetzt kaum, ich glaube, gar keinen Ballkontakt, ne? Also, aber ich kann es nicht ändern. So, bevor der reinkommt, nehmen wir den hier mit. Er passt auch direkt. Mal auf ihn. Der hat nicht so einen guten Passwert, aber naja, hat da immerhin mal was zu tun. So, er muss jetzt in die Aktion gehen. Könnte sich durchsetzen. Hat nur einen Passwert von 4. Ist nicht so überragend. Drei, zwei, eins. Gerade so angekommen. Passen von 6. Geht das gut? Ich glaube nicht, ne? 5, 4, 3, 2, 1, gerade so gut gegangen. Und jetzt ist Halbzeit. Scheiße! Titus wäre gut durch gewesen. Ah Mann, ärgerlich. So, was gibt's an Erfahrung? Das waren die Gegner. Titus Level 3. Gab einiges an Erfahrung. Sehr gut. So, Titus. Titus. Ey, ich wollte nicht weitermachen. Nein! Ah, doch, geht noch. Oh, Gott sei Dank. Titus machte den Check Spezial rein. So, er kann noch kein Letty. Können wir den Giftpass geben? Ist ja unser Mittelfeldspieler, ne? Genau. Er kann noch nichts. Okay.
Titus deckt hier den Kruff. Okay, dann passt das so. Yep. Oh, ich habe schon gedacht, wir können das nicht mehr machen. So, jetzt müssen wir uns allerdings beeilen. Denn wir haben nur 3 Minuten Zeit. Dann kommt nämlich unser Freund. Oh, jetzt haben die auch noch den Ball. Das ist natürlich schlecht. Wir müssen schnell den Ball holen und dann Richtung... Oh, das reicht nicht. Scheiße. Und er kommt noch nicht mal ran. Aktion, Pass. Den müssten wir abfangen, komm schon, jawohl. So, er hat Ruhe. Deswegen nehmen wir den einfachen Pass hier hin, damit er auch noch Erfahrungspunkte kriegt. Er verschafft sich Freiraum. Nimmt dann den Pass, Giftpass, auf Titus. Dann wird nämlich sein Passwert auch stärker. Der Pass kommt auf jeden Fall an. So, Titus bringen wir hier in Position. Möglichst nah ran ans Tor. Nicht vorstoßen. Ein Torschuss. Checkt Spezial. Boom. Ciao. Das ist die Führung für die Bezaid Aurochs. Bams. Rinn damit. So, jetzt sehen, dass wir hinten safe bleiben. Die Stimmung im Stadion steigt. Puh, jetzt haben die den Ball. Jetzt müssen wir gut verteidigen, Freunde. Wir müssen gut verteidigen. 3 Minuten, dann kommt Wacker ins Spiel. Ich weiß nicht, steuern wir Wacker dann auch noch? Ja, an uns wird er easy vorbeikommen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir kein Gegentor mehr kriegen. Kein Gegentor mehr kriegen. 1 Minute müssen wir noch überstehen. Irgendwie 1 Minute überstehen. Ein Spieler durchstößt einen Torschuss. Geht gut. Yes! So, Pass auf Titus wieder. Aber der hat nur noch 48 HP. Schade. So. Nicht vorstoßen, Torschuss. Wir können nur noch einen normalen Torschuss machen. Dann wird der nichts bringen, glaube ich. Doch, ja, wir sind Safe-Sieger. Wir sind Sieger, das können die uns nicht mehr nehmen. Oh, hatten wir Glück. Oh, da hatten wir Glück. Tor, 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 unglaublich. Jawohl. Und Titus feiert. Wuhu. Ist das geil, meine Damen und Herren. Geil. Oh, mir fällt ein Stein vom Herzen. Wir gewinnen unser erstes Blitzball-Spiel. Ich habe es hier tatsächlich noch ein bisschen drauf, auch wenn ich ein bisschen sehr viel Glück hatte. Aber das brauchst du halt auch. Und jetzt nehmen die Leute uns ernst. Sie nehmen uns ernst. Geht doch. Warum nicht gleich so, ihr Ficker? Yes. Wir sind wieder wer. Walker, Walker. Das war gleichzeitig unsere letzte Aktion von Titus. Er ist natürlich nicht ganz so glücklich drüber, aus dem Spielfeld zu gehen, aber er weiß, es ist was Gutes. Wir machen Platz für Rucker. Say, where is that player going? He's leaving the sphere pool. He may be injured. Genau, wir haben aufgegeben bei einer 3-1-Führung. Alles klar. Kommentator at its best. Komm schon, Wacker. Rein da. Mare Dude, Jung. Los! Hol den Sieg für uns! To be honest, I did kind of feel left out. But it really was the Oryx and Walker show after all. I wonder what's happening. The crowd is going wild. Walker kommt. Ah, it's Walker. He's back on the field.
and ready to go. The Aurochs seem glad to have him back. Na, ich dachte schon, ich hätte eine Errungenschaft bekommen. Toll. Aber Errungenschaften kommen ja immer unten rechts, oder? Bams. Auf geht's. Dürfen wir jetzt nochmal mit Wacker spielen? Fragezeichen. Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, wir dürfen nochmal mit Wacker spielen. Sehr geil. Der dann leider seine Karriere beendet. So, Wacker ist schon ein ganz anderer Spieler. Ganz andere Werte. Komm, Wacker, den Ball holt sie dir. Und dann direkt Gegenangriff. Oh, Wacker, das war ein bisschen wenig. Das war ein bisschen wenig, Wacker. Jetzt sind wir hinten total offen. Hallo, was macht unsere Verteidigung da? Ja, wir bleiben bei normal. Aber warum rennt unsere Verteidigung nach vorne? Ist der Die sind gerade alle ein bisschen verwirrt, ne? Aber der Pass kommt nicht an, der kommt nicht an, der kommt nicht an. Jawohl. Kriegen wir den Ball? Yes. Wo sind wir? Wer ist das? Er hier. Oh, oh. Zwei Gegenspieler, das wird, glaube ich, nichts. 10, das sind 11. Der hat nicht so einen guten Pass. Machen wir danach einfach mal einen Torschuss. Ja, easy, reicht locker. Wird zwar gehalten, der Torschuss, aber bringt ja nochmal Zeit. Leider konnten wir jetzt Wacker nicht wirklich spielen. Aber ja, was soll's, ne? Wir nehmen den Sieg dankend mit. Die 5 Minuten hier gehen ratzfatz um. So, wir gehen jetzt mal auf rechte Seite decken. Um da safe zu sein. Schön defensiv. Bam. Oh, das war knapp. Was hat der denn für einen schlechten Wert? Boah, was freue ich mich drauf, Spieler anwerben zu können. Das wird herrlich, Freunde. Ein Spieler durchstoßen und dann Torschuss. Könnte sogar reingehen, aber deswegen war es gut, dass wir mit Tidus nochmal getroffen haben. Ja, der wird reingehen. Unser Torwart ist einfach noch zu schlecht, der Keeper. Aber wie gesagt, ihr seht, 4:52, da kriegst du nicht mal eine Aktion hin. Das Spiel ist aus. Ich versuche nochmal eine Aktion, aber es wird nicht hinhauen. Bumm, Schlusspfiff. Die Bayside Aurochs gewinnen mit 3:2, Freunde. Und ich würde sagen, den Rest machen wir in der nächsten Folge, weil ich weiß nicht, ob ich hiernach nochmal einen Cut machen kann. Deswegen danke fürs Zuschauen. Wenn euch der Sieg genauso gefallen hat wie mir, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich hätte damit nicht wirklich gerechnet. Deswegen habe ich ja vorher extra euch vorgewarnt, gesagt, ich lade das nochmal zur Not. Aber wir haben es Gott sei Dank so geschafft. Die Übermacht Luka Gurs besiegt mit dem super überragenden Spieler Kraft. Also wir haben Werte, da können wir nur von träumen. Aber ich werde, wie gesagt, nicht das letzte Blitzball-Spiel gespielt haben. Ich werde damit noch diverse Stunden verbringen und das dann in der extra Playlist machen, weil ich weiß, es gucken vielleicht nicht ganz so viele. Also, danke fürs Zuschauen, Kommentar schreiben, wie fandet ihr unser Spiel, wie findet ihr Final Fantasy, habt ihr Verbesserungsvorschläge, Wünsche, Kritik, Anregungen, alles in die Kommentare. Außerdem wäre es schön, wenn ihr schon mal, wenn es euch gut gefallen hat, ein Abo dalasst, um keins meiner Videos zu verpassen, mich zu unterstützen. Und wenn ihr mich noch mehr unterstützen wollt, erstmal gucken, wie ich den Satz formuliere, dann teilt dieses Video auf Facebook, auf Twitter mit euren Freunden oder wo auch immer ihr angemeldet seid. Oder ihr erzählt von in echt von meinem Kanal. Das ist auch immer eine super Möglichkeit. Mundpropaganda ist dann doch immer noch am besten. Das sind so die Möglichkeiten, die ihr habt. Wenn ihr mehr Infos über mich haben wollt, guckt mal in die Videobeschreibung. Dort stehen viele nützliche Links wie Playlists, meine Facebook-Seite, meine Twitter-Seite, meine Homepage, falls falls YouTube spinnt und die Abo-Box mal wieder Probleme hat, seht ihr auf meiner Homepage immer die aktuellsten Videos und verpasst so gar nichts. Außerdem sind dort Videos beider Kanäle zusammengefasst, außerdem kommen dort andere Sachen, nicht nur Videos, also da unter Favoriten abspeichern lohnt sich auf jeden Fall, Lesezeichen anlegen und ja, das war alles Wichtige. Ich freue mich auf euch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao, euer Heel Fakti.
while we get back up. Whatever you see in your heart lies, blame it on me, I don't mind. Ooh. Whatever it is, we'll be fine. Give it to me, I don't mind. Whatever you see in your heart lies. How can I reach you when you shut me out while I'm still inside? You know I love you and I have no doubt the time is on.